Drittes Testspiel im Rahmen der Saisonvorbereitung für die Spielzeit 2022-23 für Union Berlin. Eisern Union zu Gast in Braunschweig bei der Eintracht. Nach zwei Siegen zum Testspielauftakt, 3:1 bei Viktoria Berlin und zuletzt einem 4:1 in Magdeburg, möchte Union natürlich nachlegen. Und das Ganze beim Debüt des Neuzugangs im Sturmzentrum. Jordan Sibacö, der US-Nationalspieler, heute zum ersten Mal im Trikot von Eisern Union mit dabei. Rein in die Partie, Berlin in den hellen Trikots. Von links nach rechts in Durchgang 1, erste Möglichkeit, Genki Haraguchi. In der 6. Spielminute. Mit viel Platz, einem ordentlichen Schussversuch, Jasmin Fejsic, der Routinier im Braunschweiger Tor, muss allerdings nichts eingreifen. Weiterhin Union mit einem forschen Beginn. 9. Spielminute, Christopher Drimmel, der Kapitän, auf Geraldo Becker. Und gerade noch so geklärt von der Braunschweiger Defensive. Dann die 14. Spielminute, Ecke Gieselmann und Sibacö prüft Fejsic im Tor. Gute Möglichkeit des Neuzugangs. Sein Partner im Sturm, Geraldo Becker, im Gespräch mit Coach Urs Fischer. Einige treue Anhänger des 1. FC Union Berlin natürlich auch mit dabei in Braunschweig. Sahen ein 0:0 nach den ersten 45 Spielminuten an einem sonnigen Mittwochabend im Eintrachtstadion. Der Sprung in Durchgang 2. Sibacö aus Gründen der Belastungssteuerung zur Pause ausgewechselt. Fehlpass Becker und dann aufgepasst. 1:0 Braunschweig. Immanuel Ferrei, 55. Spielminute. Der Fehlpass von Becker, über den wird er sich natürlich selbst am meisten geärgert haben, leitet das Ganze ein. Und das ist dann, und das muss man neidlos anerkennen, technisch brillant gemacht vom Neuzugang. Ferrei kam von Borussia Dortmund 2 nach Braunschweig. Aber Union steckt nicht auf, 61. Der eingewechselte Puchacz mit dem Eckstoß und der eingewechselte Riasson, der die Kapitänsbinde von Drimmel übernommen hatte, prüft den ebenfalls eingewechselten Ron-Torben Hoffmann im Tor von Braunschweig. Beide Teams wechselten mächtig durch, vor allem im Verlauf von Durchgang 2. 63. Minute, nächste Chance für Eisern Union. Auch hier ein Bein im letzten Moment noch dazwischen, verhindert den möglichen Ausgleich. Gute Stunde rum. Levin Öztunali gemeinsam mit dem eingewechselten Leveling jetzt vorne mit dabei. Er macht es allein, scheitert. Da wäre durchaus mehr drin gewesen. Eckstoß, Union, Versuch von Puchacz und der Ball landet letztlich über Riasson im Tor. Aber den Ausgleich, den gab es nicht, denn es lag ein Foulspiel von Julian Riasson, dem norwegischen Nationalspieler, gegen Braunschweigs Keeper Ron-Torben Hoffmann vor. Der Referee erkannte das Tor nicht an. 71. Spielminute, Jamie Leveling, auch für ihn heute das Debüt im Trikot von Eisern Union. Neuzugang von Greuther Fürth, legt ihn sich auf den linken Fuß im zweiten Anlauf ist es dann eine Abseitsposition des deutschen U21-Nationalspielers. Schlussviertelstunde läuft. Levin Öztunali probiert es nochmal aus der zweiten Reihe. Sehr guter Versuch. Noch besser allerdings die Parade von Ron-Torben Hoffmann. Neuzugang bei Braunschweig, kam vom FC Bayern München. Zuletzt ausgeliehen nach England zum AFC Sunderland. 10 Minuten vor Ende der Partie, dann nochmal die Gastgeber, Braunschweig mit einem nicht ungefährlichen Abschluss. Lennart Grill im Tor von Eisern Union, kann Schlimmeres verhindern, er spielte die 90 Minuten durch. Danach allerdings Schluss in Braunschweig, die Eintracht siegt mit 1:0 gegen Union Berlin. Also erster kleiner Dämpfer im Rahmen der Vorbereitung, erste Niederlage, aber natürlich kein Beinbruch für Urs Fischer und sein Team. Weiter geht's am Samstag im Saisoneröffnungsspiel. Zu Hause gegen die Bohemians aus Dublin. Anpfiff um 15.30 Uhr. Dann im Stadion an der Alten Försterei. Tickets sind noch verfügbar und im freien Verkauf. Union freut sich auf euren Besuch.
Herr Hoffi, die erste Niederlage in dieser Vorbereitungssaison. Möchtest du sagen, was nehmen wir denn mit von so einem Spiel jetzt hier in Braunschweig? Ja, ich glaube, wir haben heute mal im 3-5-2 gespielt, die letzten zwei Spiele ja mit Viererkette gespielt. Wir haben viele gute Abläufe gesehen. Ich glaube, dass wir auch viele Torchancen hatten, aber man hat auch gemerkt, dass wir müde sind. Die letzte Spritzigkeit, Präzision einfach gefehlt hat. Ja, ist normal zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, es waren jetzt alle Neuzugänge mal einmal auf dem Platz. Was machen die so für einen Eindruck auf dich? Heute haben wir ja vor allem Jordi Sibachui und auch Jamie Leving das erste Mal auf dem Platz gesehen. Ich glaube, gute Ansätze, speziell bei den neuen Spielern, dass alle Abläufe noch nicht 100% sitzen, ist ganz normal zum Zeitpunkt. Aber viele gute Sachen, denke ich. Ja. Dankeschön. Jamie, deine ersten Minuten im neuen Trikot, wie war's? Hat sich gut angefühlt. Natürlich, eins zu verlieren ist nie gut. Aber ich denke, trotzdem haben wir eine gute Leistung abgerufen. Wir haben das gemacht, was der Trainer sehen will. Und ja, wir sind noch am Anfang und es wird schon. Ich muss ehrlich sagen, als ich deine Verletzung gesehen habe bei der U21, bin ich wirklich erschrocken. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dich schon so schnell wieder auf dem Platz zu sehen. Du auch? Ja, also es war jetzt halt ein bisschen über einen Monat her, dass ich so schnell wieder zurückkomme. Hätte ich auch nicht gedacht. Und ja, es freut mich natürlich auch, dass ich viel von der Vorbereitung mitnehmen darf. Die Jungs erzählen schon, dass die Trainer euch ordentlich rannehmen, muss ich sagen. Was sagst du dazu? Das Motto dieser Woche war auf dem Zahnfleisch. Also er bringt uns bis auf Zahnfleisch und ja, das macht er auf jeden Fall. Ist anstrengend, aber gehört dazu. Benny Kessel, zwei Jahre bei Union, Kapitän bei Union. Wie geht's dir? Was machst du jetzt? Vizepräsident habe ich jetzt hier gelesen. Genau, also ich hatte letzten Sommer meine aktive Laufbahn beendet, bin jetzt bei uns in Braunschweig im NLZ angesiedelt, bin dort in der Administration, bin Co-Trainer der U19 und wie du richtig gesagt hast, jetzt Vizepräsident vom Gesamtverein. Das klingt aber nach ganz schön vielen Aufgaben. Ist auf jeden Fall vom Zeitintensiven her was anderes als Spieler, aber es macht unfassbar Spaß, auch in neuen Aufgabengebieten mich entwickeln zu können und wie gesagt, es macht mir sehr, sehr großen Spaß. Und dann noch jetzt gleich Aufstieg, zweite Bundesliga. Wie geht ihr in die Saison? Ja, also natürlich, wir sind vor zwei Jahren aufgestiegen in die zweite Liga, sind dann direkt wieder abgestiegen, jetzt sind wir direkt wieder aufgestiegen. Also ich glaube, wir wissen, worauf es in der zweiten Liga ankommt, haben mit Sicherheit damals auch ein, zwei Fehler gemacht. Aber ich glaube, insgesamt wissen wir, worauf es in der zweiten Liga ankommt. Mein Braunschweig war jahrelang Zweitligist, deswegen glaube ich schon, dass wir gut vorbereitet sind. War ja auch heute ein sehr, sehr interessantes Spiel, zweier Teams auf Augenhöhe, wobei natürlich die Vorbereitungszeit jetzt unterschiedlich war. Union startet ja, glaube ich, erst drei Wochen später. Deswegen kann man jetzt nicht den Maßstab ganz so hochsetzen. Aber ich glaube, es heute ein sehr, sehr gutes Spiel war, auch von uns Braunschweigern. Und ich glaube, wir können voller Selbstvertrauen ins erste Spiel am Sonntag gegen Hamburg gehen. Definitiv. Also ich glaube, auch die Trainer sind sehr, sehr zufrieden, dass es ein super Test auch für uns war. Wie oft guckst du noch so ein bisschen nach Berlin oder in die alte Försterei? Ja, sehr oft. Also man kann es ja jetzt auch sogar international verfolgen. Freut mich riesig, was der Verein für eine Entwicklung genommen hat. Ich war schon damals unser Ziel, immer in die Bundesliga aufzusteigen. Ich hatte leider nicht das Vergnügen. Ich bin dann 2017 wieder zu meinem Heimatverein, damals nach Kaiserslautern, zurückgekehrt. Aber wenn man sieht, wie steil der Weg nach oben ging, ist schon unfassbar. Und es macht Woche für Woche Spaß, Union Fußball beim Fußball zuzuschauen. Dann wünschen wir dir und Eintracht Braunschweig viel Erfolg für die neue Saison. Vielen Dank. Vielen Dank und euch auch alles Gute. Dankeschön. Ciao, ciao.